bin noch nicht auf Sendung. Ah, jetzt könnt ihr mich hören. Super. Ich freue mich, hier zu sein und euch über so ein basales Thema mit euch zu sprechen, aber eigentlich ist es ganz einfach. Also, wir haben mal angefangen und haben dem Kind irgendeinen Namen gegeben. Und da ja soziale Innovation, Labor sich irgendwie nicht so gut anhört, dann haben wir das Ganze natürlich eingeenglischt. Was wir machen, ist Aktionsforschung. Also die Frage, wie geht Mensch? Wir überlegen uns einfach, wir fangen nicht an und stellen eine Hypothese auf, sondern wir fangen einfach mal an und machen los. Über was ich mit euch reden will, ist, warum Urin eigentlich ein Treibstoff für soziale Innovationen sein kann. Und da wird es zugegebenermaßen ein bisschen komisch und ich hoffe, ich bin nicht am Ende die Pipi-Professorin, die hier irgendwie von der Bühne geht, bin mir aber noch nicht sicher. Aktionsforschung ist alles das, wo der gesunde Menschenverstand sagt, wenn ich ein Emoji wäre, ne, würde ich ein Monokel machen. Das kann doch so nicht sein. Und genau das ist eigentlich das, womit wir angefangen haben, zu merken, hier passt irgendwas nicht und nicht schon wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Und warum muss denn immer alles so passieren? Und wie ist das denn überhaupt, wenn ich irgendwie in der sozialen Arbeit arbeite oder mit Menschen arbeite? Fühlt man sich da manchmal einfach scheiße oder ist das, weil wir ja Methoden haben, passiert das ja keinem. Ne? Das kann ja überhaupt nicht sein. Und damit fing es an und jetzt erstmal Aktionsforschung, natürlich auch die Frage an euch. Wer ist denn Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, Gesellschaftswissenschaftler oder ähnliches? Mal die Hand heben. Och, das ist ja noch ganz überschaubar. Okay. Wer arbeitet denn als Erzieherin, Pädagoge, Heilpädagoge oder ähnliches? Überhaupt jemand? Ja, klasse. Wer ist denn im Ehrenamt tätig von allen, die hier sind? Oh, und wer arbeitet denn im weitesten Sinne mit Menschen? Super! Vielen Dank. Das ist nämlich genau der Begriff. Wir können uns unsere Label nämlich auch langsamer sparen, weil im weitesten Sinne sind wir alle Menschenarbeiter. Und Menschenarbeiter begegnen komischen Sachen. Und drei davon möchte ich euch als Ergebnisse unserer Forschung schon mal vorstellen. Also ich habe selbst gemalt, das ist jetzt auch nicht viel schöner als PowerPoint, muss man ehrlich zugeben. Das erste sind die Wibbergibber, das zweite ist der Homo sapiens, ist übrigens kein Schreibfehler. Und das dritte ist mein Eigenbegriff Dachschaden TV. Und seit 25 Jahren beschäftige ich mit diesen Dingen und jetzt darf ich sie mit euch zusammen erforschen. Ein Ergebnis vorab, was uns vereint, alle die mit Menschen arbeiten, wir sind unterbewertet, unterbezahlt, aber unerhört optimistisch. Kann ich dir zurückgeben. Und damit ihr mal wisst, wie unerhört optimistisch ich so bin, möchte ich euch gerne von meinem ersten Tag als Sozialarbeiterin erzählen. 25 Jahre ist kaum 3 Tage her. Also das Studium gemeistert, Methoden gelernt, ich war total wild, romantisch verklärt und habe gedacht, so, morgen meine erste Anstellung. Yay, ich helfe. War schon mal eine gute Idee. Ich habe meine erste Anstellung in einem Kurs bekommen, wo man Jugendliche bis 27, aber 25, in Arbeit vermittelt. Und dachte mir, Mittelklasse, nach einer Woche haben die alle einen Job. Das ist überhaupt kein Problem, ich mache das. Also los, morgen früh ist ordentlich angezogen, eine Woche vorbereitet, komme in die Klasse rein. Alle sitzen mit dem Rücken zu mir. Und das war kein Scherz, das haben die weitergemacht. 8 Stunden, zack. Ich stand da, ich dachte mir so ein bisschen, okay, vielleicht sollte ich umschulen. Es wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Gut, die Blöße wollte ich mir natürlich nicht geben, also ich in meinem Methodenbuch da unterrichtet, die einzigste Interaktion, die ich die ganze Woche bekommen habe, wenn ich nach hinten gegangen bin, haben die sich umgedreht. Also das war super, wir konnten uns bewegen, aber es hatte echt keinen Effekt. Hätte es damals schon Handys gegeben, sage ich euch, wäre gar nichts passiert. Die Geschichte hat noch ein jähes Ende genommen, aber das erzähle ich nachher. Das Beste war ich zu meinen Kollegen. Ich so, ha, habt ihr denn vielleicht auch schon mal Probleme mit der Gruppe? Also, nö, und ich, ja klar, klasse. Na super, so geht Sozialarbeit, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wie es zu Ende geht, erzähle ich gleich. Wo ich aber jetzt erstmal hin will, ist, wie geht denn eigentlich Mensch? Wie schaffen wir denn das?
Weil diese Idee, Menschenarbeiter zu sein und dann aber irgendwie zu sagen, ach, das geht mich überhaupt nichts an, bei mir läuft das prima, die ist ein bisschen verwegen. Natürlich können wir das auch alle machen, aber was haben wir denn jetzt erforscht? Wir machen das Social Innovation Lab und da ist es eigentlich, gibt es drei Ergebnisse vorab. Es gibt einen riesen Praxisschock, ich hatte einen, wenn man da mal so reingeht, ne? Weil da stand auch nirgendwo drin, was machst du denn, wenn alle gar nicht wollen? Da gab es keine Methode für. Ich habe mich auch nicht mehr getraut zu fragen. Ich dachte, ich war in der Vorlesung nicht da. Das kann ja auch passieren. Das zweite war Viktimisierung. Das hört sich fürchterlich an, heißt aber nichts anderes als, ich muss jemandem helfen, das zu wollen, was er vielleicht nicht will. Und das kann ja auch sein, dass der das kacke findet. Das ist natürlich nicht so, die freuen sich alle. Und das dritte ist, es gibt ein riesen Burnout-Risiko und auch Depressionen. Und genau da setzt unsere Forschung an. Und diese drei Begriffe möchte ich euch ganz kurz vorstellen. So ein Wibbergibber, das habe ich natürlich bei Darwin geklaut. Also das ist nicht so das Ding in der Muckibude, nur von wegen die fitteste Schildkröte. Sondern wie ist denn das mit Menschen? Wann kommen wir denn komisch drauf? Wir kommen dann komisch drauf, wenn wir dauerhaft so einen kleinen Nadelstich irgendwo hinkriegen. Und so ist das nämlich auch mit Bäumen. Die werden nicht irgendwie von Gewittern oder Ähnlichem umgenietet, sondern Käfer, die den ganzen Tag drin rumnagen. Das ist ein Wippergibber. Und das ist genauso, wie ich die ganze Zeit dachte, wenn soziale Arbeit so weitergeht, ne, dann lassen wir das. Überhaupt kein Problem. Ich bin auch bestimmt total geeignet für Maurer oder sowas. Das ist bestimmt klasse. Die zweite Sache ist, schon mal gehört, Stress macht blöd. Es gibt so ein paar Grundempfindungen, die habe ich hier in quasi etwas chinesischer Art und Weise gezeichnet, aber das war alles, was ich zustande gebracht habe. Wut, Freude, Trauer. Bei all den Sachen ganz einfach, unser Gehirn flapp, 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 ne? Mensch, Hormon. Hat sich schon mal jemand von euch über einen Klienten, eine Klientin geärgert? Schon mal erlebt? Was passiert uns ja nicht, ne? Natürlich darf man traurig sein, natürlich darf man in aller Form auch wütend sein. Die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Und vor allen Dingen aufzupassen, was passiert mit unserer Wahrnehmung. Und jetzt alle aufgewacht, Aktionsforschung, mal aufs Handy geguckt, wie morgens Wetter ist. Eilig, ich habe nur 10 Minuten, das ist ernst gemeint. Los, keine Handys dabei, was ist denn das? Wir noch nie erlebt. Okay, dir glaube ich's. Okay, na, das geht aber sonst schneller, wenn wir das auch noch am Tisch machen bei mir im Unterricht. So. Und stopp, hier drin ist gar kein Empfang, ne? Handys wieder weg. Okay, Handys wieder weg. Handys wieder weg. Wie viel Uhr ist es? Ja, genau. Ne? So ist denn das mit unserer Wahrnehmung. Ich habe nach dem Wetter gefragt, nur sieht überhaupt keiner, was da für eine Uhr ist. Genauso gehen unsere Hormone los. Ne? Ich bin traurig, ich merke überhaupt nicht, ob da einer nett zu mir ist, ob die anderen 20 im Kurs sich gut verhalten. Der war der böse zu mir, der, nur der. Und das ist ein Homo sapiens. Also so unser Gehirn klemmt sich da so unter den Arm, nämlich Gehirnbesitzer, und wir sind kein Gehirnnutzer mehr. Das ist aber ganz normal, wir arbeiten ja mit Mensch. Und das dritte ist bei der ganzen Sache, können mich denn alle gut sehen? Wir haben noch eine kleine Aktionsforschung. Hebt mal bitte alle den rechten Arm über den Kopf. Ah ja, genau. Stopp. Der eine oder andere schlug eben mal aus, weil meistens machen wir nämlich das, was wir sehen. Es ging nämlich so, 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 ach der rechte, ne? So sind wir und so geht Mensch. Und was will ich euch damit sagen? Alle verrückt außer ich? Nee. Aber ab und an einfach mal zu gucken, niemand ist allein, wenn er mit Menschen arbeitet. Wir alle haben Gefühle, das ist überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Und wenn wir immer nur dahin gucken, wo es dann schlimm ist, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Und deswegen machen wir soziale Innovation, um zu zeigen, man kann so handeln, man kann dies handeln, was für Ergebnisse gibt es denn? Und ich hatte euch ja auch das Ende der Geschichte versprochen und da war ja noch irgendwas mit so einem Waschbecken. Ne? Okay, also ich eine Woche.
konnte übrigens nicht mehr schlafen. Ich bin mit meinem Kurs eingeschlafen, aufgewacht. Dann haben sie zu mir gesagt, versuch es mit Strenge. Ich, super, ne? Ich war immer noch 25, hey. Also Freitag 15 Uhr habe ich gedacht, jetzt kriege ich sie. So, passt auf und überhaupt und mal aufgestampft. Steht einer auf, pinkelt neben mir ins Waschbecken und sagt, genau das halte ich von Ihnen. Und geht. Und mal ganz ehrlich, wenn ich das überlebt habe, werden wir das zusammen auch schaffen und nie Angst haben, was da passiert. Und das ist der Gegenstand unserer Forschung. Und jetzt, um es mal abzurunden, wie geht denn Mensch? Lasst euch nicht von Käfern besiegen. Schaltet ab und zu den Kasten mal wieder ein und lasst die Hormone verfliegen. Und letztlich, Ende mit dem Dachschaden-TV, guckt dahin, wo sich was bewegt, wo Ehrenamt funktioniert, wo Menschen dankbar sind, wir die Ärmel hochkrempeln, uns zusammen schaffen. Und natürlich möchte ich mit meinem Lieblingszitat enden. Das hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gesehen. Alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Bleibt dabei, ich bin auch noch da. Vielen, vielen Dank.